Hallo liebe Brettspielfreunde, ich bin's Tobi, der Brettspielhero. Ich habe heute für euch Klong mitgebracht. Im Englischen heißt es ja Clank, das ist vom Schwerkraftverlag und es ist wieder ein Deckbilder. Ja, ihr wisst, ich liebe Deckbilder, da bin ich sehr penibel und dann lasst uns doch mal gemeinsam schauen, wie ich das finde. Zuerst gibt's wieder eine Kurzvorstellung, in 3 Minuten das Spiel erklärt und anschließend gibt's dann das ausführliche Fazit zu Klong. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Let's go! Klong ist ein Deckbilderspiel für 2 bis 4 Gelegenheits- und Kennerspieler, bei dem die Spieler in die Rolle von Dieben schlüpfen, die versuchen, die wertvollsten Schätze aus den gefährlichen Drachenfeste zu stehlen und Leben wieder herauszukommen. Die Spieler erhalten auf unterschiedliche Wege Siegpunkte. Man schaut am Ende, wer die wertvollsten Artefakte, zusätzliche Schätze und das meiste Gold klauen konnte. Zusätzlich dazu gibt es viele Karten im Spiel, die zusätzliche Siegpunkte besitzen. Am Ende des Spiels gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Der erste Spieler, der das Verlies mit einem Artefakt verlässt oder bei der Partie bewusstlos wird, platziert seine Spielfigur auf dem Schicksalsweg und es werden noch 4 Runden gespielt. Ab jetzt tickt die Zeit und es wird immer schwieriger für die verbleibenden Diebe, da pro Runde der Drache immer mehr Schaden austeilt und somit die verbleibenden Diebe wenig Zeit bleibt, ihre Ziele zu erfüllen. Klong ist ein klassischer Deckbilder, wo jeder Spieler zu Beginn das gleiche Startdeck aus 10 Karten besitzt, um dieses im Verlauf der Partie zu verbessern und zu vergrößern. Im Spiel gibt es 3 Ressourcen. Talent, dies wird benötigt, um neue Karten aus dem Verliesreihe für das eigene Deck zu erhalten. Schwerthieb dient dazu, Monster zu bekämpfen, im Verlies, um keinen Schaden zu erhalten oder in der Kartenauslage, um Boni zu erhalten. Stiefel werden benötigt, um sich überhaupt im Verlies bewegen zu können. Es gibt ebenfalls lila Karten. Bei diesen Karten handelt es sich um Werkzeuge. Diese besitzen einen einmaligen, meist sehr starken Effekt und werden anschließend abgeworfen. Am Ende jedes Spielzugs wird die Verliesreihe wieder mit 9 Karten aufgefüllt. Falls dabei eine Karte mit einem Drachenangriffssymbol aufgedeckt werden, greift der Drache die Spieler einmal an. Liegen noch weitere Karten aus, die den Drachenangriff verstärken, werden diese dazu berechnet. Bei jedem Angriff werden alle Klongsteine aus dem Klongbereich in den Drachenbeutel gelegt. Der Beutel wird gut geschüttelt und es werden so viele Steine herausgezogen, wie auf dem Feld des Zornsleiste abgebildet sind, auf dem der Drache steht. Jeder schwarze Stein war ein Drachenpatzer und kommt aus dem Spiel. Jeder farbige Stein fügt dem entsprechenden Spieler Schaden zu. Der Drache wird im Laufe der Partie immer zorniger. Wird ein Artefakt aufgenommen oder ein Drachenei entdeckt, bewegt sich der Drache auf der Zornsleiste ein Feld weiter. Dadurch können immer mehr Steine gezogen werden. Also gut aufpassen, dass man bei dem Raubzug im Verlies nicht zu viel Klong macht und somit die Aufmerksamkeit von der Drachenlady Nikki auf sich zieht. Was aber gar nicht so einfach ist, da jeder Spieler zu Beginn Klongkarten auf der Hand hat und somit permanent im Spiel Klong und somit Lärm verursacht. Ja, das war die Vorstellung von Klong. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einen guten Einblick in 3 Minuten erhalten. Und ja, wie finde ich das Spiel? Es hört zu meinen Lieblingsdeckbilder dieses Jahr. Also ich habe 2 Favoriten und ja, das ist eins davon. Ja, warum finde ich denn Klong denn so gut? Das liegt vor allem an der Drachenspielmechanik in diesem Spiel. Denn es geht darum, welche Karten werden getriggert. Da ist eben die Spannung, wann kommt eine Klong-Karte? Also beziehungsweise wann kommt eine Drachenkarte? Jetzt, wenn die aufgedeckt wird, dann würden ja alle Klong-Spielsteine in das Säckchen kommen. Ja, und dann würde gezogen werden. Und auch genau das ist eben dann das Interessante. Und das hängt dann davon ab, wo der Drachen ist. Ja, und dann kann es sein, okay, ja, und dann kann das Spiel schon schnell zu Ende gehen. Und das ist eben dieser Spannungsbogen im Spiel, der ja mega Spaß ist. Es ist auch so ein schöner Ärgerfaktor. Ja, und gleichzeitig ist es eben auch ja so ein Spannungsbogen, wie gesagt. Und das hat man direkt von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und auch egal, in welcher Konstellation ihr das spielt, ob ihr mit 2 oder bis 4 Spieler spielt, das Spielgefühl und der Spannungsbogen und die Spielmechanik von dieser Drachen, also
diese Drachenspielmechanik, die ist in jeder Konstellation gleich. Und darum finde ich das Spiel ja auch so toll. Denn es ist einfach so, ja, wann wird eben eine Karte aufgedeckt? Also welche Karte wird aufgedeckt? Dann gibt es Gefahrenkarten, ja, die dann noch zusätzliche Fähigkeiten triggern. Oder eben hier die Begegnungskarten, die auch zusätzliche Effekte bringen. Und so passiert hier in den ganzen Zeit im Spiel eben durch diese Drachenmechanik was. Dann gibt es eben Schätze, wo ein Drachenei ist, dann würde der Drachen steigen. Wenn einer ein Artefakt klaut, dann wandert auch der Drache. Und so muss man auch noch strategisch überlegen, wann, wie gehe ich denn vor? Und ja, das macht eben auch das Spiel so gut und auch so spannend, weil man muss auch gleichzeitig darauf achten, was eben die Mitspieler machen. Wenn man sieht, dass ein Mitspieler hier tief in Stollen ist, weil er dann so ein 30er-Plättchen, also 30-Punkte-Plättchen ergattern will, dann kann eben jemand sagen, er nimmt den kürzeren Weg, geht nur kurz in den Stollen, nimmt sich einen Fünfer, versucht eben auf Bewegungskarten zu gehen, um dann das Spiel schnell zu machen, um schnell wieder rauszukommen, ja, und dann das Spielende einzuleiten. Und auch das, die letzten vier Runden, die haben es mega in sich, weil da werden eben zusätzliche Steine gezogen. Und ja, kommt drauf an, wo der Drache gerade ist. Das kann dann schon, ja, 6, 7 Steine sein. Ja, und dann kann das Spiel schnell zu Ende gehen. Und ja, das ist eben mega geil. Also ich muss sagen, es ist spaßig. Wir hatten gelacht, wir hatten geheult. Und dann ist man eben am Fiebern, welche Karten man bekommt, um es noch, ja, ich sag mal, aus den Stollen zu schaffen. Weil wenn man die Grenze überschreitet, dann kriegt man ja die Punkte, die man gesammelt hat. Ja, und da gibt es ja verschiedene. Es gibt verschiedene Schätze, es gibt Plättchen und ja, dieser Spannungsbogen. Und gleichzeitig ist das dann auch ein Racing-Spiel. Nur ohne eigentlich ein richtiges Wettrennen, aber ein Racing-Spiel unter Diebe. Denn man versucht ja schnellstmöglich den besten Schatz für sich zu ergattern oder eben ja dann zu gucken, was die anderen, wie gesagt, machen, um schnell das Spiel zu beenden, so dass vielleicht noch einer K.O. geht und ja die Punkte gar nicht bekommt. Ja, und das fühlt sich eben an, als ob man beim Hobbit oder ja Herr der Ringe wäre. Und mein Schatz, ja, es geht hier um Schätze und dieses Thema ist einfach super geil. Also Material, Qualität ist super. Ich finde den Beutel richtig cool und es ist nicht irgendwie so ein Billigbeutel. Steine, Karten, alles super. Da gibt es eben auch nichts zu meckern. Ich liebe ja Interaktion. Und eigentlich muss ich sagen, gibt es ja nicht so viel Interaktion, weil es gibt nur einige Karten, die dann eben dazu führen, dass eben zusätzliche Klonsteine gelegt werden. Also da müssen die Mitspieler Klonsteine reinlegen, um das Spiel spannender und schneller zu machen. Aber durch diese ja, Drachenspielmechanik kommt eben die Interaktion, weil wieder der Spannungsbogen, welche Steine werden gezogen, alle Mitspieler fiebern dann, welche Steine gezogen werden, bloß nicht die eigenen. Und ja, so weiter das Spiel fortgeschritten ist, und ich sag mal, das ist jetzt schon eine fortgeschrittene Variante, ja, da kann es dann eben sein, dass wenn der jetzt hier ist, der ist noch nicht draußen, sagen wir, die Situation wäre hier, dann gibt es nochmal 3 Steine extra, das wären jetzt 7 Steine, dann machen wir das mal, 2, 4, 5, ja, und das reicht schon, da legt man jetzt die 2 gelben Steine hin, so, und dann hat er es nicht über die Grenze geschafft. Ja, und wenn der dann 40 Punkte hätte, ja, dann hätte der gar keine Punkte mitgenommen. Ja, und dann ist das Gelächter und die Freude für die anderen riesig und der Mitspieler hat ein riesen Ärgerpotenzial. Und genau das ist das eben halt. Man muss genau gucken, was die anderen machen. Ja, und dadurch ist einfach die Interaktion gegeben. Obwohl eigentlich jeder für sich spielt, es nicht so viele Karten gibt, wo Interaktion passiert, weil wir greifen uns eben ja nicht gegenwärtig an. Aber durch die Drachenmechanik ist ja Interaktion. Und ja, die macht richtig Laune. Wie gesagt, ich habe das schon erwähnt, Konstellation. In jeder Konstellation ist das Spiel gleich, also vom Spielgefühl. Es gibt keine Extra-Regeln. Man hat jetzt nicht irgendwie was versucht, dass das Spiel funktioniert. Das Spiel wird komplett gleich gespielt. Der Drache startet eben nur an unterschiedlicher Stelle. Und das bedeutet einfach, dass das Spiel schneller geht. Also eine Partie zu zweit, das dauert so 30 bis 45 Minuten. Das hängt davon ab, wie gut ihr die Karten kennt. Und ob die Spieler das Spiel kennen, aber ich sag mal, erfahrene Spieler, die spielen das Spiel in 30 Minuten. Spieler, die die Karten noch kennen müssen oder eventuell Grübler, dann wird das so 45 Minuten dauern. Und bei 4 Leuten kann das dann eben 2 Stunden oder mehr dauern, hängt ein bisschen eben von der Konstellation ab. Aber das Spielgefühl
wie gespielt wird, das ist 100% das Gleiche und das finde ich sehr gut und ist eigentlich auch eine Seltenheit, dass man hier nicht irgendwelche ja, Spezialregeln spielen muss, sodass man das spielen kann. Dazu ist das Spiel mega simpel aufgebaut. Also die Regeln sind sehr, sehr schnell verstanden. Das ist super für Familien und Einsteiger, denn es gibt eben ja nur drei Ressourcen. Es gibt jetzt eben hier die Bewegung, es gibt Talentpunkte und es gibt eben ja die Waffen. Und die drei Optionen hat man nur im Spiel. Die Karten sagen dann genau aus, was man machen kann. Kann man sich wo bewegen? Da muss man nicht viel lange überlegen. Dann gibt es Schätze, die kann man aufdecken und das war's dann schon. Also das ist kinderleicht und dadurch ist der Einstieg ja auch so einfach und man kann es wirklich mitnehmen, spielen und gar kein Problem. Und meistens hat man noch mal die Möglichkeit, vielleicht sogar eine Zweitpartie zu spielen. Aber auch für die Kennerspieler ist das Spiel was. Denn es gibt mehr als 100 Karten, dadurch ist erstmal am Anfang ein bisschen Abwechslung gegeben. Es gibt schon auch Strategien, die man verfolgen kann, obwohl man schon sagen muss, dass man auf das Glück des Ziehens schon extrem angewiesen ist. Aber Strategien kann man schon verfolgen und dadurch, dass es zwei Spielbretter gibt mit unterschiedlicher Schwierigkeitsstufe, ist eben auch für die Kennerspieler Klong gut spielbar. Gibt es denn was zu kritisieren? Ja, es gibt auch was zu kritisieren, denn ich persönlich bin ja jemand, der mehr Strategie mag und die meisten Deckbilder sind schon sehr glücksabhängig und dazu gehört auch Klong. Das mögen viele, ich mag das auch und ich spiele das Spiel auch super gerne, sonst wäre es jetzt auch nicht einer meiner Deckbilder im Jahr 2017. Aber man muss das eben wissen, denn hier ist auf jeden Fall 70% Glück und 30% Einfluss, weil alles basiert hier auf Glück. Man kann eben gucken, wie sieht die Situation aus, aber es ist eben so, welches Plättchen befindet sich da drunter, welchen Schatz kriegt man eben, das kann man nicht beeinflussen. Die Karten, ja, welche Karten liege ich aus, welche Karten kommen, welche ziehe ich, das kann ich eben auch gar nicht beeinflussen. Und das kann dann eben so sein, wenn man eben eine Strategie verfolgen will, wie Rushen, also das Spiel schnell machen, und man hat zwar auch echt viel Karten auf Bewegung gegangen, aber wenn du Pech hast und du ziehst die Karten dann nicht, und auch das kann ganz gut passieren, dann hast du nachher auch viele Kartenziehkarten, ja, aber du hast keine einzige Karte mit Bewegen, und wenn dir das dann hier passiert in deinem Turn, und du hast jetzt nur noch die letzte Möglichkeit und du ziehst keine Bewegung, ja, und dann stirbst du, dann ist das eben Pech gewesen, aber du kannst es eben hier auch nicht beeinflussen. Es gibt zwar hier den Goblin, den man angreifen kann, dann kriegt man Geld, das sind nachher Siegpunkte, aber die helfen dir im Spiel nur bedingt, da man dann hier Schätze kaufen kann, wenn man 7 Gold hat, was man dann natürlich auch erstmal schaffen muss. Aber man kann weder das verwenden für eine Bewegung oder eben auch um Monster zu bekämpfen. Und das ist dann eben auch schon so eine Sache, die ich mir gewünscht hätte, dass es hier noch ein bisschen mehr Optionen gibt, sodass man das mal ein bisschen beeinflussen könnte. Aber der Spielspaß ist natürlich total gegeben. Ja, und es ist natürlich auch so, wann triggert der Drache, wie oft triggert der Drache, ja, und welche Steine werden dann gezogen. All das sind Glückskomponenten. Und dadurch, ja, ist hier schon sehr viel Glück, mit dem man klarkommen muss. Ist eben auch Deckbilder typisch, nur das muss erwähnt werden. Ansonsten ist es vielleicht auch noch der Wiederspielwert, der mir etwas Sorgen macht. Ja, jetzt habe ich noch mega Spaß beim Spielen. Man hat zwei Spielbretter, man hat 100 Karten und das ist super. In englischer Sprache gibt es schon eine Erweiterung und ich bin mir ganz sicher, Schwerkraft Verlag wird auch diese in Deutsch herausbringen. Aber das wird es dann gewesen sein, da bin ich mir sicher, weil es gibt jetzt auch schon auf der Spiel in Essen die englische ja, Fortsetzung von dem Spiel, dann hat das eben Science-Fiction-Setting, das heißt dann Clonk oder Clank in Englisch ja Clank in Space. Und da finde ich es gut, sollte es so sein. Ich freue mich auf das Spiel, ich werde es mir definitiv anschauen, weil es soll ein modulares Spielfeld haben und dann kann man natürlich viel mehr mitmachen. Sollte es so sein. Von den Bildern sah das eben auch nur eingeschränkt modular aus. Das muss man sich dann mal angucken. Aber da hat man dann wieder ein neues Setting. Sollte das Spielfeld modularer sein, dann kann man natürlich auch erweiterungstechnisch mehr machen. Und dann kann man natürlich auch das Spiel vergrößern, komplizierter machen, etc.
Aber ja, so sieht das aus und darum weiß ich nicht, wie die Langzeitmotivation ja, des Spiels ist. Aber ich kann euch sagen, die ersten Partien, die wird ihr lieben und egal mit wem ich das gespielt habe, jeder fand das super und darum gehört es eben auch zu meinen zwei Lieblingsdeckbilder. Ja, das war meine Review und meine Vorstellung zu Klonk. Wie gesagt, ein super Spiel von einem Top-Verlag. Ja, und sollte euch das Video gefallen haben, ich würde mich mega über ein Like freuen, sehr gerne auch über ein Abo. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Tobi, der Brettspiel-Hero. Bye, bye!